In einer Woche ist es schon soweit. Ich bin dann schon in Frankfurt und mich trennen nur noch wenige Tage bis zu meinem allerersten Ironman. Ja, 2 Jahre lang habe ich mich jetzt darauf vorbereitet und ich will jetzt noch keine Bilanz ziehen, kein Resümee. Das spare ich mir dann auf für das Video nach dem Rennen, wenn ich dann hoffentlich über die Ziellinie gerannt bin. Aber ich will heute noch so ein paar letzte Dinge sagen, wie ich mir den Rennverlauf vorstelle, beziehungsweise wie ich da rangehen werde, beziehungsweise stand ja noch eine Leistungsdiagnostik in Anführungsstrichen aus, die ich mit Sebastian Zeller zusammen dann nochmal gemacht habe, als kleine Ergänzung zu der Spiro. Da wollte ich noch was kurz sagen. Ja, und eben, wie ich dann das Rennen angehen werde, wie ich mich ernähre und so weiter. Das Training selber wird jetzt nach und nach zurückgefahren. Ich hatte jetzt nochmal 2 Schwelleneinheiten beim Laufen und beim Radfahren und heute noch Nüchternlauf und morgen heißt es dann einmal 3,8 Kilometer im Stück durchschwimmen. Wenn ich das geschafft habe, glaube ich, geht es mir ein bisschen besser rein mental, so von der Psyche, weil ich bin bisher erst einmal 3,8 Kilometer geschwommen mit Pausen. Und ja, da komme ich eigentlich auch schon so ein bisschen zum Rennen. Das ist wirklich mit die größte Hürde, die ich da sehe, weil ich ja auch erst in den letzten 2, 3 Jahren eigentlich mit dem Schwimmen angefangen habe und auch gar nicht kraulen konnte. Ansonsten ist jetzt noch so Orga-Kram. Ich musste noch mal Mails von Ironman beantworten, da die Hygienekonzepte durchlesen, mit dem Hotel noch mal gucken, wo ich da eigentlich genau bin, wie ich dann nach Frankfurt komme. Dann werde ich mich jetzt am Wochenende noch mal an mein Rad setzen, da das noch mal ein bisschen durchchecken. Ich hatte mir eigentlich damals noch 2 Reifen oder Mäntel gekauft, die ich raufziehen wollte. Mache ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, weil es einfach so läuft, wie es jetzt läuft. Ich hoffe, dass die noch nicht zu sehr abgefahren sind, aber ja, jetzt nicht zu viel irgendwie da rumspielen, aber Kette noch mal putzen oder das ganze Rad noch mal putzen und alle Schrauben anziehen und so weiter. Dann die ganzen Klamotten rauslegen, dreimal durchgehen, ob ich nichts vergessen habe und so weiter und so fort. Am Freitag fahre ich dann nach Frankfurt. Einen Tag später, am Samstag erst, habe ich dann meine Registrierung. Dann kommt der ganze Check-in. Dann muss ich da diese ganzen Beutel packen. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Dann hüpfe ich wahrscheinlich noch mal ins Wasser und gucke mir den See an. Aber wie gesagt, jetzt noch mal einen Blick zurück. Und zwar zur Leistungsdiagnostik. Also ich hatte ja eine Spiro-Leistungsdiagnostik gemacht und genau, die Werte waren ja so, wie ich es mir eigentlich auch gedacht hatte. Es gab nur den einen Wert, der mich irritiert hat. Beim Nachgespräch war die Einschätzung, ja, ich könnte auf den 180 Kilometern 210 Watt treten. Und da hatte ich ja viel rumgegrübelt. Ich habe es ja in meinem Video gesagt, wie das denn gehen kann, allein auch schon von dem Kohlenhydratverbrauch. 210 Watt erschien mir vom Gefühl auch ein bisschen hoch, also hat mich natürlich erstmal gefreut, aber ich selber konnte es eben aus den Daten auch selber nicht rauslesen, wie man auf die Zahl kommt. Und ja, dann war große Grübelei und dann habe ich einfach Sebastian Zeller gefragt, hey, wie ist denn das, wie schätzt du das so ein? Und dann hat er mir das Angebot gemacht, eben so eine Leistungsdiagnostik aus der Ferne zu machen. Es kursiert ja schon öfter mal so der Begriff Leistungsdiagnostik 3.0 oder Do-it-yourself-Diagnostik 3.0. Im Grunde ist es das so ein bisschen. Das liegt bei den Jungs in Köln in der Schublade. Und genau, ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert und sage euch mal, wie so das Testprotokoll war. Man fährt an 2 Tagen mit einem Pausentag dazwischen und am ersten Tag hat man 2 Time-Trials. Einmal zwischen 3 und 5 Minuten und einmal zwischen 8 und 10 Minuten und soll halt eben die möglichst höchste Leistung konstant fahren. Und da ging es dann schon los. Ja, wie viel Watt kann ich denn über die Zeit eigentlich treten? Hatte erst überlegt, ja, fange ich mit 300 Watt an, habe ich dann entschieden, okay, ich mache die 3 bis 5 Minuten mit 330 Watt. Und es ging eigentlich auch ganz gut, eigentlich fast zu gut. Und wenn ihr euch jetzt hier mal den Graphen anschaut, also ich bin fast die 5 Minuten durchgefahren, da hätte ich auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher ansetzen können. Und Sebastian meinte auch im Nachhinein, das war so der Wert, der da irgendwie nicht so ganz reingepasst hat, der ein bisschen Probleme bereitet hat. Und die zweite Spanne war dann 8 bis 10 Minuten. Auch hier bin ich, glaube ich, ein bisschen zu niedrig angefahren. Also ich habe es zwar nicht geschafft, die 10 Minuten durchzufahren, aber die 8 Minuten waren locker drin. Also knapp 10 Minuten bin ich gefahren, 9,43, 295 Watt waren es hier im Schnitt. Dann einen Tag Ruhe. Da habe ich eigentlich normal trainiert, beziehungsweise ich war schwimmen. Also
jetzt nicht gar nichts gemacht, aber halt nichts Anstrengendes. Am nächsten Tag war es dann, ja, Stufen- und Rampentest, beziehungsweise wenn man keine Herzfrequenzdaten haben will, braucht man nur das eine zu machen, und ich bringe immer Stufen- und Rampentest durcheinander. Also auf jeden Fall bin ich dann nach dem Aufwärmprogramm und zwei kleinen Sprints, so wie ihr es aus der Leistungsdiagnostik, Do-it-yourself-Diagnostik 2.0 kennt, immer alle 30 Sekunden 25 Watt höher gefahren und bin da bis zur Stufe 425 Watt gekommen und konnte die so 13 Sekunden, glaube ich, halten. Und genau, das waren die Daten, die habe ich dann an Sebastian geschickt, und er war dann ganz fix und hat es ausgewertet, und jetzt zeige ich euch mal, auf was für Daten er gekommen ist und auch im Vergleich zu der Spiro. Die VO2 Max, da hatte ich ja im letzten Video auch schon gesagt, die wurde bei der Spiro gar nicht gemessen, sondern da war der Wert die VO2 Peak, der nicht ganz so hoch liegt wie die VO2 Max. Da war der Wert 56, jetzt liege ich bei 60,3. Eine Unterschiedlichkeit gibt es bei der Fowler Max, die war bei der Spiro bei 044 und liegt jetzt bei 052, also ein bisschen höher. Aber die FDP ist fast identisch, und das finde ich schon erstaunlich, wie bei mir zumindest ja, sich doch relativ genau einfach nur über diese beiden Testprotokolle die FDP ergibt. Die Differenz bei der FitMax ist dagegen ein bisschen stärker. Da hatte ich bei der Spiro nur 160 und bei der Leistungsdiagnostik 3.0 eine 183. Aber jetzt, wenn ich das im Verhältnis setze zur empfohlenen Ironman Pace, gehen dann die Werte genau kreuzverquert. Bei der FitMax von 160 war eben die Empfehlung, 210 Watt zu treten. Und jetzt hat Sebastian gesagt, naja, das der FitMax-Bereich ist auch ungefähr der Bereich, wo er denkt, dass ich den ganz gut fahren könnte. Also ungefähr eine 180 Watt. Ja, und ich muss auch sagen, als ich jetzt meine letzte längere Radeinheit mit dem Zeitfahrrad gemacht habe, 4,5 Stunden, habe ich mich ungefähr so an 170, 180, ohne diesen Wert schon zu kennen, orientiert. Und es ging auch ganz gut. Und ich glaube, viel mehr wird nicht drin sein. Die Durchschnittswerte sind dann wahrscheinlich immer ein bisschen niedriger, also bei mir zumindest, was dann am Ende auf dem Tacho steht. Und genau, also das ist ungefähr der Wert, den ich dann anvisiere. Und wahrscheinlich fahre ich dann mit 170 Watt durch, sofern alles gut geht und ich durchhalte. Aber das hat eigentlich bei der langen Fahrt schon ganz gut geklappt. Da bin ich jetzt ganz guter Dinger. Ich habe dann die Werte aus dem Stufentest dann auch nochmal in die Maske auf der Webseite eingegeben. Und da finde ich erstaunlich, dass auch die natürlich relativ nah beieinander liegen. Also allein mit dem Test, was da kostenlos angeboten wird, finde ich, kommt man schon ganz weit. Zumindest bei mir. Das unterscheidet sich bestimmt dann von Athlet zu Athlet nochmal ein bisschen. Da komme ich auf eine VO2 Max von 60,7. Fowler Max ist natürlich hier nicht richtig berechnet. Und FDP 256, also ein bisschen drunter, und FitMax 175, also auch so ein bisschen drunter. Also eigentlich, finde ich, hat man damit schon ganz gute Orientierungspunkte. Und wenn man, finde ich, wie ich selber, das jetzt ja auch nicht ja, als Beruf macht oder so, reichen die Zahlen, wenn ich die jetzt so sehe im Gesamt, eigentlich schon ganz gut aus, um dann eine Orientierung zu haben, wie man trainieren soll und wie man dann vielleicht auch im Rennen das Ding angehen soll. Damit wisst ihr, wie ich ungefähr die Radstrecke angehen werde. Spannend ist jetzt natürlich auch, was passiert beim Schwimmen und beim Laufen. Und da habe ich euch auch nochmal eine Übersicht gemacht. Ich bin jetzt im Training eigentlich immer ungefähr so eine 2-Minuten-Pace auf 100 Meter geschwommen. Und das wird, denke ich, beim Wettkampf jetzt auch nicht viel schneller sein. Deswegen rechne ich jetzt mal so Pi mal Daumen mit einer Stunde 30. Also da werde ich jetzt nicht probieren, irgendwie schnell zu schwimmen, sondern ja, ich schwimme halt so, wie ich es kann. Vielleicht kann ich ein bisschen mitschwimmen, vielleicht kann ich mich irgendwo ein bisschen ranhängen, dass ich da im Wasserschatten mitschwimme. Aber ja, ich glaube, ich werde mich da eher auf mich konzentrieren und gucken, dass ich das dann einfach gut durchziehen kann. Auf dem Bike, also auf dem Fahrrad, ergibt sich dann ungefähr eine Zeit von 5:30 bis 6 Stunden, sofern alles gut geht. Es kann immer irgendwas passieren, muss ich euch nicht sagen. Vielleicht bin ich auch schlapp an dem Tag, ich weiß es nicht. Aber das ist ungefähr die Zeit, ja, die ich jetzt so kalkuliere und wo ich natürlich jetzt auch nicht enttäuscht bin, wenn ich die nicht schaffe. Und die ganz große Unbekannte wird natürlich sein, wie wird der Marathon am Ende laufen? Ich habe jetzt hier mal 4 Stunden mit 3 Fragezeichen eingetragen. Wenn ich einigermaßen fit bin, bin ich vielleicht schneller.
wenn ich nicht fit bin, dann muss ich halt am Ende gehen und dann dauert es natürlich viel, viel länger. Insofern ist es jetzt alles, sind das alles keine Zeiten, wo ich sage, das ist mein Ziel, das will ich schaffen. Es ist mein erster Ironman, das ist mir klar und deswegen heißt das Ziel für mich einfach gut ankommen, den Tag genießen, auch die Qualen genießen, denn irgendwie wollte ich es ja scheinbar auch haben und dann hoffentlich mit einem Lächeln über die Ziellinie kommen und dann war es ein schöner Tag. Aber genau, das mal so als ganz, ganz grobe Kalkulation. Dann war ja auch immer die Frage, wie mache ich es mit der Verpflegung? Im Grunde ganz klassisch. Ich habe im Training ein bisschen rumprobiert. Ich komme ungefähr auf die Werte, auch die sonst empfohlen werden. Also auf dem Rad werde ich ungefähr 80 bis 90 Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehmen und beim Laufen halt entsprechend ein bisschen weniger. Hoffe ich mal, dass alles so klappt, alle 20 Minuten ungefähr. Und dann ja, muss man sehen, ob das, was im Training funktioniert hat, dann auch im Wettkampf funktioniert. Schauen wir mal. Achso, eine Frage noch. Wer das mir beantworten kann, da wäre ich ganz dankbar. Und zwar, wer weiß, ob auf der Laufstrecke Gels gereicht werden. Also ich würde ansonsten Gels in so einer kleinen Flasche mitnehmen. Aber wenn ich weiß, dass die auf Laufstrecke auch zugereicht werden, dann würde ich die natürlich auch ganz gern von da nehmen und dann nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Also wer da eine gute Aussage treffen kann, ich konnte das irgendwie aus den ganzen Dokumenten nie so richtig erkennen. Dann noch ein ganz anderes Thema, weil ich es ja immer wieder so ein bisschen habe anklingen lassen. Ihr wisst, ich trainiere gerne mit der Apple Watch und habe mir ja so zur kleinen persönlichen Challenge gemacht, hoffentlich so schnell im Ziel zu sein, bevor der Akku der Apple Watch schlapp macht. Das wäre bei den Zeiten, die ich jetzt hier angegeben habe, ungefähr theoretisch machbar. Womit zeichne ich auf? Beim Schwimmen nehme ich die ganz normale Workout-App von Apple. Die funktioniert ganz gut. Beim Fahrrad würde ich normalerweise einfach nur den Fahrradcomputer, also den Wahoo, hier mitlaufen lassen und gar nicht die Apple Watch. Wenn ich dran denke, schalte ich die an und würde da iSmooth Run laufen lassen und gucken, wie der Akkuverbrauch ist. Und beim Laufen nutze ich ja gerne die Stride App und mit der laufe ich auch auf jeden Fall. Das bedeutet, das schwankt halt immer sehr stark, aber das bedeutet ungefähr aus meiner Erfahrung, dass beim Schwimmen wahrscheinlich ungefähr 20% des Akkus verbraucht sind. Beim Fahrradfahren kommen dann nochmal 45% hinzu und beim Laufen, wenn ich es in 4 Stunden schaffe, auch nochmal so 35-40%. Und damit würde ich ganz genau mit dem letzten Tropfen Akkusaft dann über die Ziellinie kommen. Ob das am Ende so sein wird, keine Ahnung. Aber das ist so ein kleines Spiel nebenbei. Kleines Spiel nebenbei ist auch nochmal ein schönes Stichwort. Ich habe ja ab und zu mal auch irgendwelche Gadgets ausprobiert und fand das auch ganz spannend und finde es auch ganz lustig, dann über den Kanal mir das ein oder andere finanzieren zu können und habe ja auch immer wieder gesagt, ich gebe dann die Sachen auch gerne an euch weiter, weil letztendlich seid ihr es ja, die YouTube-Werbung ertragen müsst. Und so ist es jetzt auch, dass ich meine Choruspace 2 verschenken werde und es wird ein Gewinnspiel geben oder es gibt ein Gewinnspiel, wo ihr nämlich auch schätzen könnt, wie lange brauche ich für meinen ersten Ironman. Wenn ich jetzt nicht ins Ziel komme und mehrere haben das getippt, dass ich nicht ins Ziel komme, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann muss irgendein Losverfahren entscheiden. Ansonsten zählt die Zeit, mit der ich über die Ziellinie komme, also die offizielle Zeit. Und an den Gewinner würde ich dann einfach die Choruspace 2 schicken. Dafür schreibt einfach in die Kommentare vor dem Rennen, welche Zeit ihr schätzt. Und ich bitte euch, nicht nochmal auf Bearbeiten zu klicken. Das sieht man, ob der Kommentar bearbeitet wurde, sondern einfach rechtzeitig alles einzutragen und dann nicht mehr zu verändern, weil ich dann auch in Frankfurt mir nicht mehr den Stress machen will, irgendwie einen Screenshot zu machen und zu überprüfen, wer hat richtig getippt und wer hat nochmal was verbessert und so weiter. Insofern appelliere ich jetzt einfach mal an die Fairness von allen. Also das dann noch so ein kleiner Spaßfaktor jetzt am Rande, wo ihr dann ein bisschen mitfiebern könnt. Ja, und ich werde mich jetzt nicht vorher nochmal melden, gehe jetzt so ein bisschen in die innere Einkehr und stresse mich nicht mit irgendwelchen Videos. Vielleicht poste ich mal was bei Instagram oder so, keine Ahnung. Aber ja, konzentriere mich jetzt lieber ein bisschen auf das Rennen, genieße es und setze da einfach meinen Fokus und nicht jetzt hier auf soziale Medien. Bedanke mich jetzt schon mal für alle, die vielleicht schon seit 2 Jahren
dabei sind und hier die Videos gucken. Mir hat es immer großen Spaß gemacht und hat mich motiviert. Und genau, wir sehen uns dann nach dem Ironman. Ich mache auf jeden Fall ein Video, egal ob ich ankomme, wie ich ankomme. Erzähle ein bisschen, wie es gelaufen ist. Und ja, bin natürlich selber gespannt. Insofern macht's gut, weiterhin gutes Trainieren. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.